Erste neue Nachricht. Empfangen heute um 16.12 Uhr. Tag, Kaspar. Grundscore am Apparat. Wird mal wieder Zeit. Ich würde sagen, so 5000 wie immer halt. Gleiches Prozedere. Ciao. Morgen. Und? Hast du einen Krippenplatz für David? Die soll mir keine allzu großen Hoffnungen machen, sagt sie. Du darfst nicht viel Geld verdienen und keinen festen Partner haben. Härtefall. Sag ich, naja, trifft alles zu. Wenig Geld, kein Partner, sagt sie. Na großartig, Frau Lindholm. Dann setze ich sie doch gleich mal 40 Plätze weiter vor. Da sag ich, wie? Das heißt, ich bin jetzt auf Platz 79? Na, sagt sie, zaubern kann ich auch nicht. Sie hätten sich eben einfach früher anmelden müssen. Was sage ich? Will ich die Pille absetzen oder was? Naja. Sag mal, wozu brauchen wir eigentlich einen Krippenplatz? Ne? Ich brauche einen Krippenplatz. Ja, schon gut. Annemarie geht mit ihrem Chor zwar nächsten Monat auf große Osteuropa-Tournee, aber ich habe diesen Krimi-Kongress in Stockholm schon längst storniert. Wieso denn? Ich habe doch längst die Tagesmutter organisiert, Astrid. Tagesmutter? Eine wildfremde Frau? David und ich, wir schaffen das schon. Charlotte, du hast doch uns, Annemarie und mich. Lindholm? Ja, grundsätzlich schon. Worum geht's denn? Ich dachte, ich frag Sie mal. Die drängen doch immer auf Außendienst. Es handelt sich um so eine Art... Ja, wie soll ich sagen? Um so eine Art Ötzi. Sie sind die Kollegin vom LKA? Ja, Tag, ja. Flintholm, Landeskriminalamt. Alter, POK, Polizeidienststelle Dannenberg. Sie haben ganz kalte Hände. Geht's Ihnen nicht gut? Ach, niedriger Blutdruck. Also, das ist eine Aufregung hier. Wollen Sie mal gucken? Ja, ja, gern. Alles gut. Also, der Kleidung nach zu urteilen, würde ich sagen, 21. Jahrhundert. Das Salz hat der Leiche das Wasser entzogen. Der Mann wurde gewissermaßen gepökelt.
Bis jetzt konnte ich keine offensichtlichen Schuss- oder Stichverletzung feststellen. Nehmen Sie alles mit, was hier im weiteren Umkreis der Leiche liegt. Ja. Gutzko. Gutzko? Das ist Sven Gutzko? Gutzko mit OW. Geboren 21.05.66. Sie kennen den Toten? Was? Ja, ja. Allerdings. Das ist Sven Gutzko. Der hat hier bei uns gearbeitet bis vor 6, 7 Monaten. Dann wurde er bei uns vermisst gemeldet. Ja, ich habe ihn vermisst gemeldet. Ja, also rein routinemäßig. Also es gibt ja hier auch Sicherheitsvorschriften. Also ich meine, der hat sich eine Woche zum Urlaub gemeldet, dann kommt er nicht wieder. Kein Mensch weiß, wo er ist. Wer sind Sie? Entschuldigen Sie, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Sören Kasper. Ich leite hier die ACD. Ah ja, die Gesellschaft für Die Gesellschaft für atomare Zwischen- und Entlagerung. Genau. Sagen Sie, ist das nicht schwierig, hier eine Leiche zu vergraben? Ja, das weiß ich doch nicht. Pickel, Spaten, halbe Stunde Arbeit. Ich meine, ist ja auch einiges draufgekommen hier in den letzten Monaten. Draufgekommen? Ja, ein bis zweimal im Jahr wird hier das nachwachsende Salz abgebaut und hierher gebracht. Und es hat aber wirklich viel geregnet in den letzten Wochen. Genau, und der Regen hat dann die Leiche freigespült. Also zum Teil. Und woher kommt das? Der Regen, das ganze Klima hat sich, das ist ein Scheiß. Nein, ich meine das Salz. Woher kommt das? Aus dem Bergwerk. Das würde ich mir gerne mal ansehen. Jetzt? Ja. Oder haben Sie was vor? Nein, natürlich nicht. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber ich bin jetzt irgendwie gar nicht in der Stimmung. Also ich meine, so einen Störfall, das hatten wir ja auch noch nicht. Da kommen Sie mit. Gutzko mit O.W. Sven, geboren am 21.05.1966. Ja. Sicherheitsfachmann hier bei der AZE. AZE? Das ist die Betreibergesellschaft. Alles, was ich weiß, ist, dass ein gewisser Sören Kasper ihn vor circa einem halben Jahr vermisst gemeldet hat. Und dass er eine Mutter im Seniorenheim bei Zille hat. Ja? Kommen Sie. Komm. Danke. Tschüss. Komm. Frau Wagner? Dringend. Wir haben den Gutzko gefunden. So, wir fahren jetzt auf über 800 Meter Tiefe. Wir fahren mit einer Geschwindigkeit von 10 Metern pro Sekunde. Das sind ungefähr 36 km/h. Tja, vertikal fühlt sich das noch mal anders an als horizontal. Und wie lange fährt man da? Keine 2 Minuten. Das heißt, Sie verwalten hier seit 8 Jahren den Stillstand? Also, hier passiert eigentlich gar nichts mehr? Ach, der Salzstock ist ideal zur Lagerung des Atommülls. Aber seit Ende 2000 gibt es ein Moratorium. Wir nehmen den. Und wir dürfen nicht mehr weiterarbeiten. Tja, die Politiker müssen erst einen kleinen Eiertanz aufführen, ob nicht doch irgendwo noch ein besserer Platz für die Endlagerung existiert. Und? Existiert leider? Nein, dies wäre weltweit der erste. Naja, hier stecken ja auch schon rund 1,5 Milliarden Euro. 1,3. Das hier ist also der sicherste Ort, weil die weitere Suche zu teuer wäre? Hören Sie, ich bin ein guter Geologe. Einer der Besten. Glauben Sie mir, laut sämtlicher Sicherheitsanalysen, dies ist hier ein sehr, sehr guter Ort. Hatte Gutzko auch hier unten zu tun? Nein, die Leute von der Sicherheit arbeiten oben im Büro. 8-Stunden-Schichten. Glück auf!
im Überwachungsraum. Wer ist da dran? Kleines Mädchen schon mal hier, also hier in Gorleben. Meine Mutter war damals bei den Aktivisten, Freie Republik Wendland. Ich meine, es war alles wirklich total spannend, aber also davon hatten wir keine Ahnung. Hier würde also der atomare Müll gelagert werden? Ja, genau. Das Salz ist, wie Sie wissen, ein lebendiges Gestein. Es wächst nach, konzentrisch, also von außen nach innen. Das heißt, nach einer bestimmten Zeit gibt es keine Zwischenräume mehr. Das Salz schließt praktisch die Behälter luftdicht ab. Ja, und was ist dann, wenn so ein Glasbehälter kaputt geht? Was passiert dann mit dem strahlenden Müll? Aber darum geht es doch. Das Salz ist undurchlässig. Verstehen Sie? Es ist viel besser als jeder Glasbehälter. Also was das Salz einmal eingeschlossen hat, das gibt es nicht mehr her. So wie Gutzko. Was ist das da? Das ist das Zwischenlager. In der großen Halle sind unsere hochradioaktiven Abfälle aus der Atomindustrie, also unsere Kastoren. Und in der kleinen Halle, das sind so leicht radioaktive Abfälle aus Krankenhäusern etc. Und das soll dann alles unten im Stollen landen, also endgelagert werden? Sobald es als solches genehmigt ist. Wäre das erste auf der ganzen Welt. Verstehe. Und bis dahin steht das Zeug da oben in dieser Halle? Ich meine, sieht ja ein bisschen aus wie eine Keksfabrik. Das ist doch Stahlbeton. Das ist absolut sicher. Da kann überhaupt nichts passieren. Absolut sicher. Die Dinger da drin, die sind viel zu heiß. Die müssten doch erst mal abstrahlen. Da sind bloß Temperaturen, ungefähr 100 Grad. Das ist gar kein radioaktive Strahlung. Ja, bloß Temperaturen, 40 Jahre lang. Hören Sie doch mal auf. Wir haben eine ethisch-moralische Verpflichtung, endlich ein Endlager zu schaffen. Unsere Generation hat von diesem billigen Atomstrom profitiert. Deshalb müssen wir endlich eine Lösung finden. Herr Kasper, ich hoffe, dass dieser Staat... Entschuldigung. Ich ermittle wirklich weder gegen Ihr Zwischen- noch gegen Ihr Endlager. Könnten Sie mir sagen, wo ich eine Toilette finde? Hallo. Die Toiletten sind zwei Türen weiter. Danke, da war ich gerade. Mein Name ist Lindholm, Landeskriminalamt. Ich ermittle im Fall Gutzko. Aber das wissen Sie sicher auch schon. Augenthaler, Erwin, Sicherheitsfachmann hier. Darf ich da schon drauf? Nein, nur hier draußen. Wollen Sie auch? Nein, danke. Sie waren ein Kollege von Gutzko? Kann man sagen. Kannten Sie ihn gut? Nein, nicht sehr gut. Eigentlich nur vom Schichtwechsel. Wird die Salzhalde eigentlich auch wieder überwacht? Nee, das ist ja kein sensibler Bereich. Und gibt's noch Aufnahmen von Gutzko? Nee, die werden alle 3 Monate gelöscht, routinemäßig. Und jetzt kommt die blödeste Frage von allen. Hat er Feinde? Sandmann? Kasper hat ihn damals entlassen. Ach, hier sind Sie. Ich habe Sie schon überall gesucht. Wir haben gerade über Herrn Sandmann gesprochen. Ja, den habe ich entlassen müssen. Es war eine unschöne Sache damals. Neutral? Hier ist niemand neutral. Entweder dafür oder dagegen. Und was ist mit Ihnen? Ich bin Polizist. Ja, schon. Aber in 3 Wochen rollt hier der nächste Castortransport aus Le Havre an. Was machen Sie denn? Warum lachen Sie? 1997 haben wir hier 20 Leute festgenommen, die sich an die Schienen festgekettet hatten. So eigentlich das Übliche. Aber unter denen war eine, das war meine Frau. Also klar, damals noch nicht, aber wir haben dann geheiratet. Wissen Sie, in 3 Wochen werden hier 1000 von Polizisten aus ganz Deutschland sein. Und diesmal werde ich mit meiner Handvoll Kollegen da in unserer Butze in Dannenberg sitzen und ich werde mich wie sonst auch um ein paar Verkehrssünder kümmern. Und wissen Sie, das ist auch gut so. Das ist gut so, weil, verstehen Sie, das hier ist meine Heimat. Ich lebe hier mit meiner Familie. Oh meine Güte, dann überhol halt, du Pfeife.
Guten Tag. Ich wusste, dass Sie kommen. Sie haben unser Auto gesehen. Sie sind die Kommissarin. Das hat Ihnen Jakob Halder am Telefon erzählt. Skorpion-Aszendent, Jungfrau. Jungfrau-Aszendent, Skorpion. Na, dann sind Sie doch schon ein bisschen älter, Kindchen. Sieht man ihn aber gar nicht an. In der zweiten Hälfte tritt der Aszendent mehr in den Vordergrund. Sven Gutzko hat hier gewohnt? Ja, da drüben. Der arme Kerl. Hat viel im Garten gemacht und geschreinert. Möbel, Kommoden, hatte der ein Händchen für. Hat auch ein paar von den Vogelhäuschen gemacht und mir dann zu Weihnachten und zum Geburtstag geschenkt. Hat er den Schlüssel zu Ihrem Haus? Ja, zum Blumengießen, wenn ich mal auf Seminar war. Und einen für den Schuppen. Wann haben Sie denn Gutzko zuletzt gesehen? Gesehen? So um den 20. September rum. Aber eine Woche später, spät abends. Da hat Licht gebrannt, da habe ich geklopft, weil wir hatten so ein kleines Fest. Aber da hat er nicht aufgemacht. Wieso haben Sie eigentlich weitervermietet? Naja, bezahlt war ja bis Ende dieses Jahres. Im Voraus? Ja. Ich meine, das ist doch prima für mich. Soll ich da Fragen stellen? Ach, und da habe ich ja noch die Briefe. Die kann ich Ihnen jetzt mitgeben. Ist mir vorhin eingefallen, aber da waren Ihre Kollegen schon weg. Welche Kollegen? Na, die Herren von vorhin. Welche Herren? Na, Ihre Kollegen. Haben die sich ausgewiesen? Nein. Na, sagen Sie mal. Aber die waren ja schon mal davor, gleich als Herr Gutzko vermisst gemeldet wurde. Einen Tag nach Ihnen, Herr Halder. Hatte er Besuch, kurz bevor er verschwand? Besuch hatte der selten, war eher so für sich. Aber doch, der Verrückte war da, der Sandmann. Der hat mit der Faust die Scheibe angeschlagen. Da musste ein Glaser kommen. Kein Wunder, dass ihm die Frau weggelaufen ist. Der ist ja nicht mehr ganz richtig. Der ist gemeingefährlich, wenn Sie mich fragen. Nein, wieso? An dem Fall ist sonst niemand dran. Wo soll ich denn noch Leute herkriegen und warum? Ja, das frage ich mich auch. Danke, Wiedersehen. Ist doch seltsam, hä? Wer waren die? Und warum versiegeln die Bude nicht? Das können doch keine Kollegen gewesen sein. Sondern? Verfassungsschutz, BND, Privatschnüffler von der Atomlobby, das hatten wir hier alles schon. Lassen Sie auf jeden Fall ein Phantombild mit Hilfe von Frau Behlitz erstellen, ja? Gefunden. Sind Sie Manfred Sandmann? Und wer sind Sie? Charlotte Linto im Landeskriminalamt. Ich habe keine Zeit. Und auch nichts zu sagen. Du, Manfred, der Gutzko ist heute auf dem Gelände der AZE tot aufgefunden worden. Champagner kann ich Ihnen leider nicht anbieten. Ich wusste ja nicht, dass es was zu feiern gibt. Sie sind Geologe? Ich war Geologe, jetzt bin ich Hartz IV. Sie sind damals wegen Gutzko entlassen worden. Das würde ich so nicht sagen. Stecken doch alle unter einer Decke. Sie haben Gutzko angezeigt. Er hätte Ihnen angeblich Ihren Computer geklaut. Später haben Sie die Anzeige auf Kasper erweitert. Wir wissen doch schon alles. Was war denn drauf auf dem Computer? Das darf ich nicht sagen. Sonst bin ich wegen übler Nachrede dran. Und das kann ich mir nicht leisten. Ich behalte es für mich. Fragen Sie doch den da. Naja, irgendwelche Messwerte. Was für Messwerte? Muss ich jetzt alles Ihnen aus der Nase ziehen, oder? Naja, so richtig weiß ich das ja auch nicht. Der Computer ist ja weg. Und Manfred oder Herr Sandmann hat damals behauptet, dass die offiziellen Messwerte aus dem Zwischenlager eben zu niedrig angesetzt sind. Seien. Also gefälscht? Ich sag nichts. Und Sie hatten die richtigen Daten? Scheißdreck habe ich. Was? Sie sind wütend? Sie sind feindselig und Sie haben ein Motiv, Herr Sandmann. Jahrelang sind bei der AZE Messergebnisse frisiert worden. Ich habe das genau dokumentiert. Und dann... Und am Ende habe ich da gestanden wie ein Idiot. Paranoid haben die mich genannt. Ein Querulanten. Ich habe meine Arbeit verloren. Ich habe meine Frau verloren und fast mein Kind. Erschlagen wie ein räudiger Hund auf der Schutthalde von diesem Verbrecherladen. Wenn Sie mich fragen, ein stimmiges Bild. Aber erschlagen, das wusste ich noch gar nicht.
Erschossen, gevierteilt, mir doch scheißegal. Erschlagen, das passt. Sophie, komm, Mama ist da. Anziehen. Woher wusste er das? Erschlagen? Hallo, Mama. Ja, hallo. Wissen Sie das? Das hat er doch gerade gesagt, erschlagen. Das Rad. Ach so, ja, richtig. Jakob, was ist denn los? Ach, noch nichts gehört, ne? Gutzko ist tot. Ermordet, wie es aussieht. Komm, Sophie, wir gehen nach Hause. Augenblick. Sie kannten Gutzko, Frau Sandmann. Ja, immer noch Sandmann. Naja, mir so vom Hörensagen. Und wer sind Sie jetzt? Ach, Verzeihung, ja, mein Name ist Lindholm, Landeskriminalamt Hannover. Lassen Sie Manfred in Ruhe. Er war es nicht. Was macht Sie denn da so sicher? Ich kenne ihn doch. Er hat alles verloren. Sie doch auch. War das ein Vorwurf? Nein, eine Feststellung. Man kann verlieren, Frau Lindholm. Aber man kann sich in seine Rolle als Verlierer auch gefallen und sich darin suhlen und sich da so reinsteigern, bis man sich als Opfer fühlt. Das Schöne daran ist, dass immer die anderen schuld sind. Verstehen Sie? Und da muss ich nicht mitmachen. Wiedersehen. Wiedersehen. Bist du wahnsinnig? Hast du dich nachher wenigstens ordentlich untersuchen lassen? Aber da unten ist doch gar nichts drin. Das ganze radioaktive Zeug ist doch oben, oberirdisch, in einer Halle. Und da war ich nicht drin. Der Salzstock unten, das war doch nur als Endlager geplant. Endlager? Wir produzieren in rauen Mengen atomaren Abfall und haben keine Ahnung, wohin damit. Die nachfolgenden Generationen werden uns dafür danken. Mama, bitte. Dich hat das auch mal interessiert. Als ich noch aktiv im Widerstand war, warst du immer mit dabei und du warst sehr engagiert. Ich war damals 12 Jahre. Das war doch wie Karneval für mich. Naja, wahrscheinlich kann man in deinem Beruf keine eigene Meinung mehr haben. Also hier, wir haben eine Betreuungslücke von 6 Tagen. Was machst du mit David, wenn ich in Osteuropa bin? Habe ich eine Tagesmutter organisiert. Eine Tagesmutter? Du kannst ihn doch gleich in die Babyklappe legen. Passt er ja noch rein? So groß ist er ja noch nicht. So, einmal das Ratatouille. Hoffentlich ist es nicht zu stark gewürzt. Das Pastinakenmus für David kommt später. Im Gläschen. Als Charlotte in dem Alter war, hat sie gegessen, was auf den Tisch kam. Ja. So, und einmal das Kaninchen im Salzmantel. Ja. Das Handy kannst du vergessen. Die Daten sind alle weg, vielleicht kommt die LKA-Schnucke da ja weiter. Jedenfalls danke. Schönen Feierabend. Bis morgen. Stelle Dannenberg. Ich weiß, es ist spät, aber ich hätte da noch mal eine dringende Anfrage.
weiß, dass du da bist! Ach, du Brüll! Bist du besoffen oder was? Ich hab den ganzen Tag überlegt, wer es ist. Aber so raffiniert! Ha! Hier ist das Geld. Geld. Ja, dein Geld, mach auf! Dann melden sich wohl die Leichen im Keller, hä? Du wirst erpresst. Seit wann? Was sind für Leichen? Du weißt ja genau, seit wann. Da muss man erst mal drauf kommen. Das bist doch du. Wer soll denn das sonst sein? Hör mal, du Arschloch. Glaubst du im Ernst, ich wäre noch hier, wenn ich ein dreckiges Geld nehmen würde? Hast du irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie zusammenpasst? Das hier? Und das hier? Hau ab. War schön vorsichtig, Kasper. Ihr werdet euch alle nur wundern. Wer hätte das gedacht? Hm? Was sagst du denn dazu? Einwirkung stumpfer Gewalt. Er hat zu einer geformten Verletzung hier auf der linken Seite der weichen Schädeldecke geführt. Im knöchernen Schädeldach ist ein Haarriss von 4 cm Länge. Dadurch ist es zu einer Gehirnblutung gekommen. Daran ist er gestorben? Ja. Tatzeitpunkt Ende September bis Anfang Oktober. Das ließ sich durch Blütenpollen rekonstruieren, die wir hier in seiner Kleidung gefunden haben. Astadomosus, Kissenaster. Keine Abwehrverletzung, keine fremde DNA. Wir haben alles durchsucht, auch die Fingernägel. Und was ist mit der Tatwaffe? Ein Stück Eisen. Schlag von vorne, Rechtshänder, trifft hier, links den Kopf des Opfers. Und wieso ein Stück Eisen? Was? Naja, die Eisenstange, die lag doch neben der Leiche. Hab ich nicht. Alles, was ich an Asservaten gekriegt habe, ist da vorne. Die KTU hat auch schon nachgefragt. Die KTU hat die Tatwaffe auch nicht? Hijo de la Luna. Ach, Hijo de la Luna, Spanisch. Ach. Was? Naja, die Einladung zum Essen, die steht ja noch aus und heute Abend hätte ich Zeit. Sie bewundern mich, stimmt's? Ja, Sie sind ja auch bewundernswert. Ja, genau. Wir sollten das bleiben lassen. Wenn Sie noch ein bisschen Zeit brauchen, ist nein, das... Nein, ich brauche keine Zeit. Aber so einen wie Sie habe ich schon zu Hause, verstehen Sie? Nee. Einen, der mich bewundert. Man soll mich nicht bewundern, man muss mich nicht bewundern. Das führt zu nichts. Gut, dann höre ich sofort auf, Sie zu bewundern. Wie gesagt, das führt zu nichts. Nein, natürlich habe ich die nicht mitgenommen. Die muss auf Beinen sein. Hier ist sie aber nicht. Was heißt das? Bei euch kann jeder rein und raus spazieren und einfach eine Tatwaffe mitgehen lassen? Aber wer sollte denn... Was weiß ich, vielleicht so ein Typ mit Brille. Was für ein Typ mit einer Brille? Vergessen Sie es. Hören Sie, ich möchte, dass Sie sich drum kümmern, okay? Ja, mache ich. Gut, danke. Tschüss. Ja, was ist jetzt mit der Mordwaffe? Ja, die ist weg, verschwunden. Ja, aber du bist dir sicher, dass du überwacht wirst? Nein, natürlich bin ich mir nicht sicher, aber da schnüffeln Leute rum. Gestern, als ich nach Hause gekommen bin, stand einer vor meiner Tür und hat mich beobachtet. Ganz bestimmt. Der mit der Brille, ja? Ja, genau. Ich brauche keinen Urlaub, okay? Hier,
Ich wüsste gerne, wer der Mann da drauf ist. Beruflich? Ja. Ich möchte, dass die Anfrage ans BKA weder über mich noch über die Kripo Dannenberg läuft. Sondern über die süße, kleine, unschuldige Kripo Lüneburg, die niemand auf dem Kicker hat. Genau, muss ja niemand erfahren. Und ich revanchiere mich, versprochen. Oh, sie zahlt nachher. Lutzko wurde in Rostock geboren. Vater tot, Mutter lebt in einem Altenheim in Celle. Echt? Und weiter? Wenig. Fachhochschule, Ingenieurstudium abgebrochen, seitdem Gelegenheitsjobs. Mhm. 8-mal umgezogen. Hannover, Hamburg, Wolfsburg. Jahrelang nicht rentenversichert, sonst aber nicht auffällig. Sein Führungszeugnis ist sauber. Die letzten 2 Jahre Sicherheitsbranche. Wachmann für Zeitarbeitsfirmen. Gorleben war seine erste Festanstellung, soweit die Aktenlage. Klingt irgendwie so, als wäre er jahrelang herumzugeordnet und jetzt erst sesshaft geworden. Frage ist nur, wieso stellt der AZE so jemand ein? Finden Sie es raus. Was macht der Sohnemann, Dennis? Danke, er heißt David. Ja. Herr Witomski. Wer interessiert sich noch für diesen Fall? Wieso? Indizien verschwenden. Überall, wo ich bin, war schon jemand. Und ich habe das Gefühl, dass ich beobachtet werde. Auf Polenter, jetzt werden Sie mal nicht paranoid. Das sind ja die typischen Wendland-Geschichten. Haben Sie sich bloß nicht mit den Leuten da gemein, ne? Wiederhören. Danke, wiederhören. Ja? Was? Hallo. Das Wrack wurde erst vor einer halben Stunde entdeckt. Hier kommen ja nicht so viele Leute vorbei. Ist das nicht ein komischer Zufall? Sören Kasper fährt diese Strecke jeden Tag. Und ausgerechnet jetzt. Also wenn Sie mich fragen... Was? Wir hatten hier schon mal so einen Unfall. Einer von der bäuerlichen Notgemeinschaft. Das ist Jahre her. Damals gab es auch keine Bremsspuren. Kasper hat versucht, mich zu erreichen. Er wollte mit mir reden. Heute in seinem Büro. Vielleicht werden die Telefone abgehört. Wir sollten das Wrack untersuchen lassen. Ja, machen Sie das. Es ist eigentlich aus dem Phantombild geworden. Nichts, leider. Tut mir leid. Ah, das ist die Villani. Die organisiert den Widerstand gegen die Castortransporte. Ach, die ist das? Ja, die saß für uns sogar schon mal im Bundestag. Der Buschfunk scheint sehr gut zu funktionieren. Sie sind die Ermittlerin vom LKA? Bin ich. Und Sie? Sie wissen, wer ich bin. Sie hatten mal dieses Hotel, dieses Heuhotel. Konnte man in der Scheune übernachten? Das gibt es immer noch. Echt? Ich bin damals noch zur Schule gegangen. Meine Mutter hat mich mit auf die Demos genommen. Sie müssten sich eigentlich noch an Sie erinnern. Annemarie Lindholm. Erinnern Sie sie? Ach, so eine große Blonde. So groß wie ich. Vielleicht nicht ganz so blond. Na ja, so eine Möchtegern-Aktivistin aus der Großstadt. Lüneburg eben. Oh, naja, ist auch schon lange her. Sie sind ja auch schon eine Weile aus der Schule, oder? Ja, ein Sicherheitsmann der AZE wurde auf dem Gelände ermordet und der Betriebsleiter hat, wie es ja wohl aussieht, einen tödlichen Unfall. Seltsam, nicht? Ja, das sagen alle. Ich bin zu Ihnen gekommen, bevor Sie bei uns auftauchen. Wieso sollte ich bei Ihnen auftauchen? Ach, man könnte denken, dies sei hier ein friedlicher kleiner Landstrich. Aber in 3 Wochen läuft der nächste Castortransport und der Chef des Zwischenlagers kommt auf mysteriöse Weise ums Leben. Unser Widerstand ist friedlich schon seit über 30 Jahren. Sollte irgendein Hinweis zum Widerstand führen, Frau Villani, dann werde ich bei Ihnen aufkreuzen. Aber keinen Augenblick früher. Gut. Na, Jakob, wir sehen uns. Wo sind wir hier eigentlich? Woltersdorfer Feldweg Richtung... Nein, das meine ich nicht. Zwischen wo und wo? Wo fährt man hier hin? Kaspers Wohnung, Sandmanns Haus, so ziemlich auf halber Strecke. Hallo. Guten Tag. Was wissen Sie darüber? Was grinsen Sie so? Weil Kaspar tot ist?
Ich habe damit jedenfalls nichts zu tun. War Kaspar gestern Nacht bei Ihnen? Das ist die Stimme von Gutzko. Gutzko? Der ist seit über einem halben Jahr eine Salzleiche. Ja. Na und? Hier drin sind 5000 Euro und die hatte Kaspar in seiner Jackentasche. Die hat er gestern Morgen abgeholt und das war nicht das erste Mal. Ach. Fünfmal im letzten halben Jahr macht genau 25.000 Euro. Er hat seine Altersversorgung dafür aufgelöst. Ja, schön. Ja, war bei mir. Wollte wissen, ob ich dahinter stecke. Tue ich aber nicht. Wer weiß noch von den gefälschten Daten? Von den angeblich gefälschten Daten. Na, jeder. Von diesem Vorwurf. Ja, von den Daten, die das beweisen sollen. Die hätten doch wohl Kaspers Lebenswerk zerstört, richtig? Sie haben mir ins Wanken gebracht. Und wer kann die noch haben? Also Gutzko wäre da echt ein super Kandidat. Aber der ist ja tot. Blöd. Total blöd. Kann ich jetzt gehen? Sie verlassen den Landkreis nicht. Sowieso. So, und jetzt? Jetzt finden Sie raus, wer 25.000 Euro zu viel hat. Was, ich soll die Konten überprüfen? Ja, natürlich. Warum denn nicht? Na, ich kenne hier die Leute ganz gut. Ich meine, geht denn sowas nicht besser von Hannover aus? Herr Halder, hier ist ein Mord passiert. Sind Sie jetzt hier der Polizist oder was? Ach, wo gehen Sie denn jetzt hin? Shoppen. Ja, Charlotte hier. Sie haben mir doch mal von Ihrem Freund erzählt, Ihrem genialen Hackerfreund, der aus einer verrosteten Büroklammer noch rauskriegt, was auf den Dokumenten stand, die sie zusammengehalten hat. Wissen Sie noch? Ah, hab ich das? Verstehe, Sie haben keine Lust mehr zu helfen, stimmt's? Edgar? Edgar, es tut mir leid. Ich wollte Sie nicht verletzen. Ja, ist schon gut. Und? Was und? Na, Ihr Freund, der Hackerfreund. Ich habe ja noch bis um 6 zu tun und dann schauen wir einfach mal, was sich machen lässt, ja? Okay, danke. Tschüss. Okay. Nichts, was auf Fremdeinwirkung schließen lässt. Keine fremden Lackspuren am Wagen, keine Bremsspuren, aber ein bisschen Alkohol. Und nicht angeschnallt. Ich meine, wenn der Wagen sich überschlägt, nützt der flauschigste Airbag nichts. Todesursache ist Genickbruch. Wenn Sie mich fragen, einfach ein Unfall. Trotzdem ist es seltsam. Aus meiner Sicht nicht. Hier. Was, hier? Ja. Einfach hinten durchgehen. Sagen Sie Elvis, dass Sie von mir kommen. Kommen Sie denn nicht mehr mit? Frau Lindholm, ich glaube, das schaffen Sie alleine. Okay. Danke. Viel Glück. Danke. Ciao. Hallo. Hi. Sind Sie Elvis? Ja. Edgar hat mich geschickt. Ich habe ein Problem mit einem Handy. Hier, das ist es. Ja, unsachgemäß geladen, würde ich mal sagen. Das kann man so sagen, ja. Ja und? Was soll ich da jetzt machen? Adressbuch, Anrufliste, was auch immer Sie an Informationen noch rauskriegen können. Okay. Sie meinen, da geht was? Mal sehen. Ist aber illegal. Ja, ich weiß. Wie lange dauert denn das so? Nicht so lang. Wie lange ungefähr? Schon fertig. Ach, nein, danke, wirklich. Auch illegal. Sehr schön.
Häuser, bin ich zu Hause, sprechen Sie nach dem Pfeifton. Martin, hallo, hier ist Charlotte. Ich wollte nur hören, ob alles in Ordnung ist. Ich, bin gleich zu Hause. Morgen. Morgen. Und? Konnten Sie irgendwas rausfinden? Ja. Also, der letzte Anruf mit dem Teil wurde definitiv am 27.09.2007 gemacht. Und dann habe ich hier irgendwo noch ein paar Nummern, die ich retten konnte. Leider nicht sehr viele. Das Adressbuch war total im Arsch. Die eine Nummer, das... Entschuldigung. Vorwahl von Spanien. Genau. Danke, vielen Dank. Ach, woran merke ich eigentlich, wenn jemand ein Handy abhört? Das merkst du gar nicht. Mmh. Gib mir den Löffel, mein Tischlein. Mhm. Und noch ein Löffel. Ah. Mmh. 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 Und ein Löffelchen für den David. Ah. Na? Ich werde dich nicht fragen, wo du heute Nacht warst. Das ist lieb von dir. Jo, machst du? So, auch mal mit Trick 17. Ich bin jetzt da. Ich habe nur was nachgeschaut. Ja. Könnte ich mir irgendwo die Hände waschen? Ja, sicher. Bitte. Ach, da ist doch versiegelt. Ach, das habe ich gestern schon aufgebrochen. Mein Staubsauger noch da drin lag. Entschuldigung. Wein kaufen. Wieder bei dir vorbei, mein Löwe. Kuss. Den haben Sie verloren. Was? Wo war der? Lag draußen im Gras. Ach. Ist doch Ihre, oder? Ja, klar. Ich habe ein Foto für Sie. Der Mann da neben Gutzko. Haben Sie den schon mal gesehen? Ein Wassermann, wenn Sie mich fragen. Ob der schon mal hier war? Nein. Hatte Gutzko schon mal Damenbesuch? Nein. Ist ja alles bei seiner Mutter in der Wohnung? Das sieht aus wie... Wie Überbleibsel aus einem anderen Leben? Ja, genau. Die alte Dame ist nicht mehr wirklich auf dem Damm, aber von ihrem Sohn konnte sie manches berichten. Zum Beispiel? Und was er so gemacht hat in den letzten Jahren. Kurierdienste, eine Zeit lang mit dem LKW, viel Nahe Osten, Mittlerer Osten. So, und jetzt kommt's. 2004 war der 10 Monate lang im Knast. Der war im Knast? Mhm. Weswegen? Waffenschmuggel, sagt sie. War sie sich ganz sicher, Waffenschmuggel. Und ich meine, da frage ich mich doch jetzt, wie es kommt. Wieso ist sein polizeiliches Führungszeugnis sauber, ja? Ja, genau. Ach so, eine Sache noch. Seine Mutter hat gesagt, dass kurz nach seinem Verschwinden ein Kollege von ihm aufgetaucht sei und sich nach ihm erkundigt hätte. Wie, was? Augenthaler? Gutzko saß 10 Monate wegen Waffenschmuggel im Gefängnis. Und trotzdem ist sein amtliches Führungszeugnis blitzsauber. Haben Sie eine Erklärung dafür? Nein. Dann erkläre ich es Ihnen. Das macht nur Sinn, wenn er von anderer Stelle genau da installiert wurde. Frau Lindholm, ich kann Ihnen da wirklich nicht weiterhelfen. Die Frage ist doch, welche Aufgabe hatte er dort und wer hat ihn eingeschleust? Ja, das ist Ihre Ermittlung. Gut, dann brauche ich einen Durchsuchungsbeschluss.
Sandmanns Computer nicht. Nein, natürlich nicht. Dann haben sie längst entsorgt. Aber seine Daten, die haben sie bestimmt noch. So ein Blödsinn. Wie kommt es denn, dass Sie den Ausbau Ihres Hauses im letzten halben Jahr so gut weitertreiben konnten, wenn Sie in den Jahren davor überhaupt kein Geld mehr dafür hatten? Das ist doch nichts Besonderes hier. Da ist viel Eigenarbeit drin. Aber es ist meins. Aber von Ihrem Konto haben Sie das nicht bezahlt. Das haben wir überprüft. Ja und? Sie haben die Baumaterialien in bar bezahlt. Ist das verboten? Herr Augenthaler. Haben Sie Kaspar erpresst? Frau Lindholm? Die Sandmann ermittelt hat. Hier waren zwischen ihren CDs, zwischen Santana und Schürzenjäger. Und sie haben die Aufnahmen von Gutzko, von den Überwachungskameras, zusammengeschnitten und damit Kaspar immer dann angerufen, wenn er nicht zu Hause war, damit er nicht antworten kann. Sie haben Kaspar erpresst. Mit Sandmanns Daten und Gutzkos Stimme. Ich weiß überhaupt nicht, was Sie von mir wollen. Herr Augenthaler, damit haben Sie sich doch den Ast abgesägt, auf dem Sie sitzen. So, ich sag jetzt gar nichts mehr. Kennen Sie den? Den Schlüssel, haben Sie den schon mal gesehen? Nein. Den überstellen wir ins Wendlandmuseum, damit mehr Touristen kommen und deine Ferienwohnung schön ausgebucht sind. Komm, mein Schatz, das darfst du nicht so schwer tragen. Na? Das ist meine Frau Bettina. Tag, Lindholm, freut mich. Und das ist Consuela. Hallo. Die sieht ja süß aus. Hey. Sagen Sie schon, wie aus dem Gesicht geschnitten. Hm? Monat. Ich muss zum Glück nicht mehr mit anpacken hier. Und Consuela haben Sie adoptiert? Wir waren ja sicher, das klappt nicht mit dem Baby. Zuerst war ich ja ziemlich eifersüchtig auf die Sandra, weil es bei ihr dann doch noch geklappt hat. Sandra Sandmann? Ja. Wir haben uns jahrelang gemeinsam durch Hormonkuren gequält. Was man halt so alles macht, wenn man will, und das geht nicht. Und woran lag das? Was wollen Sie denn hören? Also am Atommüll liegt's nicht. Ich meine, das mit den Leukämiefällen in der Umgebung von Atomkraftwerken, das hat ja auch nichts mit Atomkraftwerken zu tun. Ist das nicht ermüdend, so jahrzehntelang gegen sowas anzukämpfen? Und Sie? Ich meine, Sie kämpfen doch auch jeden Tag aufs Neue. Entschuldigung. Belinda? Charlotte, bist du das? Ja, natürlich. Was ist denn? Nicht am Telefon. Wieso? Was ist denn los? Nicht am Telefon. Lass uns treffen, ja? Üblicher Platz. Wann kannst du hier sein? Keine Ahnung, Stunde, anderthalb oder so. Non, Mina, non. Tu restes à la maison, eh? Allez. Bonne nuit. Bonne nuit. Entschuldigung. Du warst aber auch schon mal pünktlich, ja. Oh Gott, ich hab einfach nur dafür ins Bett gebracht und bin neben ihm eingeschlafen. Was? Du musst dich immer noch neben ihn legen, damit er einschlafen kann? Und? Was hast du denn rausbekommen? Also pass auf, hier, der ist für dich. Oh, danke. Ich pass auf, dieser Typ da von dem Blitzerfoto, ja? Mhm. Der heißt Miguel Amadin, ist 44, spanischer Staatsbürger, Vater marokkanischer Diplomat. Er ist im Import und Export. Kann ich den haben? Kannst du nachher haben.
Von Maschinenbau bis Olivenöl, also solche Sachen halt. Mhm. Ist aktenkundig wegen Scheingeschäften und Verstößen gegen die Zollbestimmungen, so Sachen halt. Also Wirtschaftskriminalität eben. Was ist denn das für eine Sache, an der du da dran bist? Mordfall eben. Muss ich mir Sorgen um dich machen? Quatsch. Ich bin doch ein großes Mädchen. Ah! Richtiger Herzensbrecher. Aber der sieht dir irgendwie überhaupt nicht ähnlich. Nee, der hat sowas. Spanisches. Der Vater muss ja gut aussehen. Ich habe auch mal gut ausgesehen. Ja, ich erinnere mich. Dunkel. Ach, kannst du mir nicht wenigstens mal ein Foto vom Vater zeigen? Ich habe keins. Wirklich nicht? Nein. Kein Foto, keine Telefonnummer, kein Kontakt. Alles, was ich weiß, ist, dass er in Sitges wohnt. Oh. Sitges? Bei Barcelona? Mhm. Das ist doch diese Schwulenhochburg. Echt? Das wusste ich gar nicht. Schwul war auf jeden Fall nicht. Verstehe. Charlotte, du willst ihm wirklich immer noch nichts davon sagen? Ach, Belinda, er ist verheiratet, hat drei Kinder und wir hatten eine Vereinbarung, ja, ich weiß. Aber da wusstest du ja noch nicht, was passiert. Vielleicht freut er sich ja. Du, vielleicht ist er mit der Frau ja gar nicht mehr zusammen. Oh. Und irgendwann wird David wissen wollen, wer sein Vater ist. Kann man hier eigentlich auch was essen? Ich hab Hunger. Ups, Entschuldigung. Ja. Danke. IZQ? 146. Mm-hmm. Sein Haustürschlüssel? Den habe ich natürlich behalten. Jetzt mal ganz im Ernst. IZQ, das ist Izquierda, das ist links auf Spanisch. Ach, IZQ ist die Abkürzung für Izquierda? Ja. Ist das ein Schließfachschlüssel? Keine Ahnung. Für wen arbeiten Sie? Schönen Abend noch. Ein bisschen eilig, ich muss zum Kunden. Was für ein Kunden? Finanzdienstleistungen. Ach so. Ja, ich wollte nur ganz kurz fragen, ob es theoretisch möglich ist, dass wenn ich jemanden anrufe, derjenige denkt, dass jemand anders ihn anruft. Kurz. Okay. Ja, das müsste jetzt sein. Fertig? Ja. Okay. So. Die Vorwahl 45, dann die Nummer, dann kommt direkt auf die Mailbox. Ja, ich sag's ja nur noch mal. Gut, ich will jetzt, ja? Ja. Okay. Inténtelo de nuevo más tarde o envíe un SMS que el destinatario recibirá en cuanto esté disponible. Gutzko hier. Es wird Zeit für einen Neukontakt. Gleiche Nummer, nur über SMS. Bis bald. Okay. Das war's. Jetzt müssen Sie nur noch auf die Antwort warten. Ja. Ich darf das wirklich behalten? Das Ding, ja klar. Danke. Import-Export. Ja, aber die Frage ist, wieso Gutzko eine Woche vor seinem Tod mit ihm durchs Wendland kutschiert und dann in der Woche dazwischen von niemandem mehr gesehen wird, nicht mal von Frau Belitz. Weil er weg war. Schauen Sie mal, das hier sind die Kreditkartendaten von Gutzko. Und da steht, dass er am 20. September, also 5 Tage vor seinem mutmaßlichen Tod, einen Wagen gemietet hat und ihn am 23. zurückgab. Ja, und? Und das hier
Das ist die Rechnung der Mietwagenfirma in Gifhorn. Und da steht, schauen Sie da, dass mit dem Wagen 3.652 Kilometer gefahren wurden. Das einmal Spanien und zurück? Wieso Spanien? Naja, Amadine ist Spanier. Der Schlüssel ist spanisch. Aber wieso ist er das mal Mietauto gefahren? Wenn jeden Tag aus Hannover ein Billigflieger geht. Vielleicht wollte er, dass das Ganze nicht überprüfbar ist. Jedenfalls heißt das doch, dass Amadine der Letzte ist, der Gutzko lebend gesehen hat, also vor seiner Ermordung. Vielleicht. Hallo? Ja, und das Ding, da nennen wir unsere Kartoffelscheune. Es gab ja damals keine gesetzlichen Vorschriften, wie man sowas zu bauen hat. Da musste dann das Gewerbeaufsichtsamt dran. Und die haben gesagt, wir überprüfen das baurechtlich, die Statik muss stimmen. Ist uns doch egal, was darin gelagert wird. Kartoffeln, Stroh oder Plutonium. Das ist eine einfache Leichtbauhalle? Das ist gar kein Stahlbeton? Natürlich Stahlbeton. Trapezblech. Das ist ein besserer Regenschutz. Früher haben wir immer gesagt, wer soll denn so einen Castor-Behälter in die Luft jagen? Ist doch keiner so blöd, geht er doch selber bei drauf. Ach, hier, die soll ich Ihnen von meiner Mutter geben. Die hat sie extra für Sie rausgesucht. Das sind doch, glaube ich, Sie, oder? Ach, das war die Trecker-Demo in Hannover. Ja. 79. Da haben wir den Albrecht in die Knie gezwungen. Und das war Ihre Mutter? Ja, genau. Und das blonde Mädchen daneben bin ich. Süß, oder? Ja, ist auch schon 30 Jahre her. Genauso lange dauert unser Widerstand. Und das da ist das Ergebnis. Verzeihung. Eins hat wohl nicht gereicht. Mama, 12 Uhr, Sonne, der Marke ist in Barcelona. Ich muss nach Hannover. Hab mich gefreut. Und toi, toi, toi. Dieser Amadine geht ganz offensichtlich davon aus, dass Gutzko noch lebt. Diese SMS beweist das. Im Moment führen alle wichtigen Spuren zu ihm und nach Spanien. Also wenn jemand etwas über das Mordmotiv sagen kann, dann ist er das. Ich denke, wir sollten Amtshilfe beantragen von den spanischen Kollegen. Nein, das kann sich bei den ewig entziehen. Ich möchte gerne, dass Sie da dranbleiben. Ja, natürlich, aber das Treffen ist morgen um 12 in Barcelona. Dann buche ich einen Flug und Hotel. Okay. Okay. Parkhotel. Parkhotel? Ja. Parkhotel. Klingt teuer. Barcelona. Stell dir vor, Bidomski hat alles genehmigt. Als du das letzte Mal aus Spanien wiedergekommen bist, nach dieser Konferenz in Barcelona, da warst du total überdreht. Quatsch. Außerdem bin ich übermorgen wieder da. Rein beruflich. Natürlich rein beruflich. Was denn sonst? Sag ich doch, rein beruflich. Siehst du? Sagt sie doch. Rein beruflich.
Hallo. Hola. Waiting for someone? Yes. For my girlfriend. Oh. Nice. Nice. Por favor, coffee? Another. Pagar, por favor. Nueva hora a las 8 de la tarde, Cali Mercado Oriental. Pilar, això, que m'ensenya això. Que de què és aquesta clau? Izquierda. Sí, no ho sé, però la senyora aquella diu que de què és. No sap de què és la clau, però bueno. No sé, al aeropuerto o estación. Thank you. Gracias. Señor, por favor, excuse me, where do I find lockers? Where you put la bolsa in... Lo siento, no entiendo. Excuse me, can you tell me where I find lockers? Platform 15 is ready to depart. The Sieges is am Bahnsteig 15, zur Abfahrt bereit. And it just takes 40 minutes to Sitges? Yes, 40 minutes. Return? Yes, return. Gracias. ¿Tenéis las chaquetas? Sí. ¿Y los bocadillos? Sí, bueno. Tenemos todo. Muy bien. Ya vamos a ti, Flores. Muy bien, vale. Sí, chaqueta, pues. Belinda? Sapa, ¿wo bist du eigentlich? Martin hat in Barcelona. Wegen Amadine? Ja, er hat mir eine SMS geschickt. Ich sehe ihn heute, ja. Oh, das würde ich lieber bleiben lassen. Charlotte, hör mir mal zu. Ich habe mich bei der Auslandsabteilung erkundigt. Miguel Amadin hat zeitweise für den syrischen Geheimdienst gearbeitet. Und nach den Anschlägen von Madrid haben die ihn verhaftet und mangels Beweisen wieder freigelassen. Seitdem ist er untergetaucht. Charlotte, du weißt, ich neige wirklich nicht zur Hysterie, aber das ist nicht deine Baustelle. Bitte mach, dass du da wegkommst. Was auch immer du da rauskriegen willst, das ist es nicht wert. Versprich mir das. Versprich mir das. Versprich dir, ja. Danke. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido. Thank you.
Holla Lindholm here. Could you please help me with my coffer, por favor? Hello. Sorry, Thank you. My congress is in half an hour and I'm... Yes. Katastrophe. It's really... Oh, many keys, huh? Mm. You do it often? Yes. No. Wrong one, hmm? Yes? Yes. Mm. Yeah. Great. Oh, in. Thank you. Thank you very much. Thank you. Very personal. Yeah. Yeah, very. Good. Ah, of course. Thank you. Thank you very much. Oh, du meine Güte. Du meine Güte, can I help you? No, No. Are you sure? Thank you. Du möchtest gerne mal mit deinem Sohn sprechen. Er freut sich doch immer so. Hey, Martin. Du, ich, Stimmt irgendwas nicht? Doch, alles in Ordnung. Wie geht's denn meinem Süßen? Moment. Das Ding. Hallo, mein Schätzlein. Hallo, ist die Mama. Mama. Hallo, mein Liebling. Geht's dir gut? Du, da ist gar keine Pastinaken mehr. Ich versuch's gerade mit Karottenapfel. Aber ist da nichts mit Zucker drin? Apfel ist gut. Ist der denn? Na klar. Was machst du denn gerade so? Ich, Oh, Martin, ich... Ich muss zum Bahnhof. Wo fährst du denn hin? Nirgends. Ich, Ich muss noch was wegbringen. Du warst bei, du? Was, bei wem? Davids Vater. Er war damals bei dem Kongress in Spanien, hab ich recht. Martin, hör zu. Wir müssen das besprechen, wenn ich zurück bin, okay? Das machen wir dann in Ruhe. Tschüss. Ja. Tschüss. Hola, Lindholm hier. I need a taxi, por favor, right now. Sorry, this is the way to the railway station? Railway station, sí, sí. Station, sí, sí.
Hey, where do we go? Huh? Where do we go, verdammt nochmal? Stop. Stop here, please. Oh my God, stop, Señor. Gutsko. Sie sind Miguel Amadin? Wo ist Gutsko? Gutsko ist tot. Für wen arbeiten Sie? Sie haben Gutsko kurz vor seinem Tod getroffen. Ich will wissen, wer ihn umgebracht hat. Ist die Ware. Was? Welche Ware? Wo ist die Ware? Hinten im Auto. Lass holen. Schnell. Wer sind Sie? Mein Name ist Dunker. Ewald Dunker. Bundesnachrichtendienst. Wir haben gedacht, Gutsko hat sich abgesetzt. Die ganze Vorarbeit wie umsonst. Aber dann taucht plötzlich seine Leiche auf. Und Sie kommen ins Spiel. Nehmen die alten Fäden wieder auf. Damit konnten wir natürlich nicht rechnen. Wir mussten Sie im Auge behalten. Dummerweise haben Sie herausgefunden, dass wir in Gutskos Lebenslauf herumgepfuscht haben, um ihn in Gorleben zu installieren. Eigentlich wollten wir ja an die Käufer ran. Ahmadin, das war doch nur ein kleiner Dealer. Sie haben Ihrem Land einen Dienst erwiesen, Frau Linton. Ohne Sie hätten wir ihn kaum gefunden. Gutsko war Ihr Agent. Aber warum hat er das dort geklaut? War das Ihr Plan? Sie glauben doch nicht wirklich, wir hätten das Zeug aus Gorleben. Gorleben. Das war doch bloß die Legende. Gutskos Legende, um ihn glaubwürdig zu machen. Das Cäsium, das haben wir woanders her. Woher? Das wollen Sie nicht wirklich wissen. Glauben Sie mir, da draußen wird auf Teufel komm raus gehandelt. Mit Plutonium, Strontium, Cäsium, was Sie wollen. Entweder wir schaffen es, uns dort einzuschleusen. Oder wir sind eines Tages die Schafe, denen die schmutzige Bombe doch noch um die Ohren fliegt. Das jetzt, das hatten Sie doch nicht im Griff. Na klar. Mit dem Ergebnis sind wir zufrieden. Zufrieden? Der Agent weg, das radioaktive Material weg? Das war doch keine gelungene Aktion. Gutsko war eben nicht 24 Stunden am Tag Agent. Er hatte ein Privatleben, das sich, sagen wir, ein wenig verselbstständigt hat. So. Und jetzt klären Sie mal schön Ihren Mord in Niedersachsen. Und Sie kümmern sich um den Rest der Welt. Für mich schon viel sicherer. Wir haben Ihren Flug umgebucht. Sie fliegen in 45 Minuten. Was? Nein, das geht nicht. Ich habe meine ganzen Sachen noch. Ist alles an Bord. Bitomski weiß Bescheid. Bitomski? Seit wann? Von Anfang an. Er musste ja schließlich Ihre kleine Dienstreise genehmigen. Hören Sie, wir haben wenig Zeit. War eigentlich noch irgendetwas anderes in dem Koffer? Wie, was anderes? Außer dem Zylinder. Sagen wir,
Irgendwelche Papiere? Haben Sie Kaspar auf dem Gewissen? Kaspar hatte einen Unfall. Also, war da noch irgendetwas in dem Koffer? Nein. Charlotte, du bist schon da. Schau mal. Mami ist schon da. Alles okay? Alles gut. Alles gut. Nein, nein, jemand hat nur einen Schwierigkeitsgrad von 4. Du, ich ruf dich gleich nochmal an. Ja, bis später. Frau Lindholm. Barcelona, olé. Sie wussten genau, in welche Gefahr ich mich da begebe. Frau Lindholm, mir waren die Hände. Sie haben mich ohne mit der Wimper zu zucken da reinlaufen lassen. Wieso? Der BND. Gott, was sind Sie für ein Chef? Das war erbärmlich. Ach und? Kommen Sie mir nie wieder mit irgendeiner Mutterschutzrichtlinie oder sonst irgendeiner Verordnung. Adria, bitte Service, wie kann ich Ihnen weiter? Sparkasse Gorlimex, ne? Finanzamt Dannenberg? Bettina Halder? Hallo? Hallo? Hallo, Charlotte Lindholm hier. Ich wollte eigentlich Ihren Mann sprechen. Ah, der hat noch Dienst, kommt in einer halben Stunde oder so. Soll ich Ihnen seine Handynummer geben? Nee, nicht nötig. Die habe ich ja. Vielen Dank. Kein Problem. Tschüss. Tschüss. Müsste eigentlich jeden Moment da sein. Hat einen Trecker in den Graben gekippt. War wohl Alkohol im Spiel. Was wird's eigentlich? Junge oder Mädchen? Ein Mädchen. Gehst du mit der Omi zu Nadine? Mhm. Ja? Na komm. Freut sie sich schon? Oh ja. Kann's gar nicht erwarten. Sie haben ja doch von diesem Mittel erzählt, diesem, was ihr beim Zahnen so geholfen hat. Ja, die homöopathischen Tropfen. Könnten Sie mir die nochmal aufschreiben? Klar. Ich habe den Namen gleich vergessen. Das war Dentinormin. Dreimal am Tag. 10 Tropfen. Hat bei Consuela super geholfen. Hier. Wusste Ihr Mann von Ihrem Verhältnis zu Gutzko? Was? Nein. Bitte, der freut sich so aufs Kind. Ist das Kind von Gutzko? Ach, hier bist du. Frau Lindholm, na, wohlbehalten zurück aus Spanien? Ja. Der Sandmann zieht weg. War gestern bei uns auf der Dienststelle, hat sich abgemeldet.
Ich habe auch ein paar Neuigkeiten. Wollen wir rübergehen? Ja, gerne. Gut. Ich habe die Nummern von Gutzkos Handy. Zwei seiner letzten Anrufe gingen an ihre Frau. Ach, Mann, wir haben es hier mit Erpressung zu tun. Die Sandmann-Daten sind weg, Sören Kasper ist tot und Sie kommen jetzt mit sowas? Wieso hat Gutzko mit Ihrer Frau telefoniert, Jakob? Na, weiß ich doch nicht. Doch. Sie wussten, dass er mit Ihrer Frau ein Verhältnis hat. Sagen Sie mal, was soll das hier? Hm? Bloß weil Barcelona ein Schuss in den Ofen war? Diesen Zettel habe ich bei Gutzko im Haus gefunden. Das ist die Handschrift Ihrer Frau. Die müssen Sie damals übersehen haben. Vermisstenanzeige war ja Ihr Fall. Das konnten Sie kontrolliert im Sande verlaufen lassen. Konnten in Ruhe alles verschwinden lassen, was irgendwie auf Ihre Frau hingewiesen hätte. So wie Sie jetzt die Eisenstange haben verschwinden lassen, stimmt's? Ich weiß leider gar nicht, wovon Sie reden. Sie haben sich wirklich vorbildlich hinter den Fall geklemmt. Haben sich auf alles gestürzt, was möglichst weit von Ihnen wegführt. War ja auch so verdammt plausibel. Sie hatten mich verdammt gut im Griff. Jetzt hören Sie mal auf damit. Sie haben nichts in der Hand. Nichts. Ihre Frau hat sich jahrelang durch Hormonkuren gequält und wurde nicht schwanger. Zack, bis Gutzko kam. Sobald das Kind auf der Welt ist, werde ich einen Vaterschaftstest machen lassen und der wird beweisen, dass Sie nicht der Vater sind. Ich lasse mir meine Familie nicht kaputt machen. Aber es ist nicht Ihr Kind, Jakob. Es ist nicht Ihre Familie. Da ist nichts mehr kaputt zu machen. Wissen Sie, ich habe mir das lange angesehen, ja? Wie die sich getroffen haben, regelmäßig. Ja, immer wieder. Und dann sagt mir Bettina plötzlich, dass sie schwanger ist. Und glücklich, richtig glücklich sieht sie dabei aus. Gut. Ich fahre zu Gutzko da in die AZE. Und da sagt dieses Schwein, ich soll doch froh sein. Froh, dass da. Dass da bei Bettina jetzt mal was unterwegs ist. Dann lag da diese Eisenstange und dann. Das war doch keine Absicht. Protestieren. Jetzt ist der Zug am Ziel und Claudia Gordes fasst den heutigen Tag für Sie zusammen. Quer durch Frankreich, dann durch Deutschland. Nach knapp 44-stündiger Fahrt hat der 11. Atommülltransport am Nachmittag den Verladebahnhof Dannenberg erreicht. Dort müssen die 12 Behälter mit hochradioaktivem Müll für den Straßenverkehr. Weißt du, was hier steht? BMD-Abteilungsleiter Ewald Dunker, der den brandgefährlichen Diesel in jahrelanger Kleinarbeit eingefädelt hatte, wurde auf Betreiben des Innenministeriums mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Deal mit illegal beschafften Cäsium ohne Genehmigung des Innenministeriums. Wahnsinn. Keine Absprache mit den spanischen Behörden. Die Informationen stammen aus einer vertraulichen Quelle innerhalb der niedersächsischen Polizeibehörden, die der Redaktion namentlich bekannt ist. Tatsächlich. Ist ja ein Ding. Magst du? Danke. Zum Wohl. Zum Wohl.